Welcome to Silverstone. Ja, also ich fahre heute das Qualifying. Wir müssen eigentlich viel verbessern. Ich muss richtig drauf drücken und eine halbe Stunde Zeit. Dann schauen wir, was passiert und hoffen wir das Beste, dass ich über Nacht ein paar Sekunden gefunden habe. Sonst wird es nichts. Ja? Alex hat den ersten Stint gefahren. Gute Rundenzeit, jetzt nochmal neue Räder drauf. Wir versuchen, dass eine Lücke kommt, schieben wir nochmal raus. Schaltfehler gehabt. Schaltfehler wird korrigiert durch Zigarettenpause. Ne? Head of Andrei Lewandowski, the AM pole sitter from Alexander Fraquina. Then Stefano Constantini, a troubled qualifying session for him. Miro Konopka in 24th. This is the pro, and this nehmen die aus der Gegner. Von dir reden wir gar nicht. Hä? Von dir hinter dir, die reden wir gar nicht. Stone, there are the lights on the gantry. They all begin to jostle in formation, waiting for the off, and they go now as they charge towards Cox the first time. The Lamborghini's trying to box in the BMW, and they've done a very effective job of that as everybody else files through. We're in car with Valentin Pierberg. Through the midfield, they're all cleanly on their way and pretty much, oh my goodness, that was tight as Karlowitz was challenging to the inside of Gia Maria into Maggots, and that is a very, very quick place to go side by side. But as they head towards the hangar straight, it looks like they've all just about stayed out of trouble. Yeah, it looks like they managed to do that, and the BMW, they're just having to defend against the Lamborghini there for the first few corners, but has managed to stay there in third place. Thank you.
race. Meanwhile, what a battle we've got in the AM class. This is for AM class honours. It's Darren Burke in the ARC Bratislava car who's taken the lead of the class ahead of Giulio Borlenghi and Martin Conrad. This is the top three in the class, though. They're all running together and all closing up on the brakes as well. Into the loop, the two Lamborghinis ahead of the Mercedes. Now, in terms of the AM Championship, and here is a look how it unfolded side by side through Beckett's. That is one of the moves of the season. Der Mercedes ist sehr schwer zum Überholen, wenn wir kein Topspeed haben. Aber schauen wir, was passiert. Was ist jetzt heute passiert? Dritter geworden, nicht zufrieden? Ja. Wir haben sie mehr erwartet. Sicher sind wir froh, dass wir Dritter sind, aber wir sind beide gut gefahren und wir sind einfach nicht vorbeikommen. Wir waren schnell, aber ranfahren und überholen sind zwei paar Sachen. Und ja. Wir wollten das heißt, mehr. Was für morgen? Attacke. Nein. Man muss echt schon, dass man Qualifying weit vorn steht, weil das Überholen ist einfach schwierig. Das heißt, ihr wisst aber noch nicht, was ihr Handicap jetzt für morgen habt. Oder wisst ihr das schon? 15 Sekunden. Naja, da wir wieder am Podium sind, streifen sie nichts. 15 Sekunden wieder, man muss schlechter wie Dritter sein, dass man was wegbekommt. Aber die anderen müssten... Einer mehr und der andere gleich genau. Das ist das Sand mit einer etwas sauber, gell? Naja. Ist da Milch drin? Nein. So. Eggweiß. Heißt was? Bist du jetzt unvorsichtig am Start? Oder lässt du es mal ruhig angehen? Lass ich mal voll krachen. Werdet ihr schon sehen, wenn ich letzter bin.